Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich am Medium sehr viel tut. Der Umbruch vom Analogen zum Digitalen ist was sehr Maßgebliches für den Film. Die Produktionen stellen sich gerade um, das heißt, Filme werden heute auch nicht mehr auf 35 mm gedreht, sondern eben digital aufgenommen und sie werden auch digital abgespielt. Filmmuseum ist dem Gegenstand des Films gewidmet und zwar in Form der Ausstellungen. Also wir haben eine Dauerausstellung, die sich auf 2 Stockwerken befindet, die sich sehr grundlegend mit dem Mediumfilm befasst, auch die Vor- und Frühgeschichte des Films mit einbezieht. Und wir haben eine Sonderausstellungsfläche, auf der wir bis zu 3 Sonderausstellungen pro Jahr realisieren. Ja, der Helm aus Goodbye Lenin, Daniel Brühl hat ihn in einer ganz wichtigen Szene auf. Das sind eben Requisiten, die hier im Archiv gesammelt werden, die mit ganzen Nachlässen oder Vorlässen, wie wir das so schön sagen, übergeben werden von Firmen oder von Privatleuten, von Schauspielern, von Kameraleuten und hier in diesen Räumlichkeiten aufbewahrt werden. Wir haben jetzt beispielsweise 40.000 Plakate inventarisiert, Plakate zum deutschen Film seit den Anfängen bis zur Gegenwart. Zu diesem Museum gehören nicht nur die Ausstellungen, sondern auch das Kino, in dem wir uns gerade befinden. Wichtig ist für uns immer auch, Film in seiner Gänze zu zeigen, also der Ort des Films ist das Kino. In der Ausstellung können wir Filme nur ausschnittsweise zeigen, nur auf Projektionen, die annähernd dem Filmerlebnis nahe kommen. Hier im Kino haben wir die Möglichkeit, Filme eben auch in ihrer Gänze zu zeigen.